Landtagswahlen als Stimmungsparameter. Politik zwischen Reibereien und Kuscheleien. Unter diesem Motto startete die steirische ÖVP ihre Dienstagreihe 2009. Unter Leitung von Eva Weisenberger analysierten die Klagenfurter Politologin Katrin Steiner-Hemmele, der Salzburger Politologe Herbert Dax, Kleine Zeitung-Redakteurin Claudia Giegler und der Meinungsforscher Peter Hayek das Ergebnis der Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg. Jedes Bundesland hat seine Besonderheiten und bei dieser Wahl war natürlich etwas ganz Besonderes, nämlich dieser Haider-Faktor. Also niemand wusste so recht, wie wird sich das auswirken. Und ja, ich glaube, damit hatte auch die Meinungsforschung vor allem zu kämpfen. Ja, also wie misst man denn das Wahlmotiv, wählen Sie einen Toten? Aber wenn es keine emotionale Verbindung dazu gibt, wird man sagen, ja, die haben die Kompetenz, das ist schön und gut, aber eine Wahl ist natürlich auch eine sehr starke emotionale Sache. Und das hat die SPÖ einfach nicht geschafft, abgesehen davon, dass es keine Wendestimmung im Land gab. Ja. Weil die Leute waren mit der Führung von Haider sehr zufrieden. Das Phänomen Haider ist da, also da braucht man nicht reden. Nur das Spannende ist, dass auch die Angriffsflächen, die es ja gegeben hätte und die das BZÖ geliefert hätte, überhaupt keinen Effekt gehabt haben. Und daraus kann man das, was Sie gesagt haben, mit es gab keine Wendestimmung, kann man natürlich auch ins Positive verkehren und sagen, das BZÖ hat es geschafft zu signalisieren, der ordentliche Kärntner wählt BZÖ. Aber auch die Wahl in Salzburg hatte ihre Eigenheiten. Dieser Rückfluss SPÖ zur FPÖ, das ist komplizierter in etwa. Die SPÖ hat das, was sie verloren hat, sie liegt schlecht bei den Jungwählern. Da hat die FPÖ 29,5% errungen, die SPÖ nur 17%. Die Grünen, die sonst immer abonniert waren auf Jungwählerei, die sind auf 0,7% und die ÖVP hat überhaupt bei 0,0%, also nicht mehr wählbar. Das ist ein wesentlicher Faktor. Es ist halt wahnsinnig schwer, in Österreich speziell, noch schwerer, wenn man wie in Kärnten ein Proporzsystem hat, wo dann drei Parteien oder vielleicht manchmal sogar vier Parteien dann drinnen sitzen, als auch wenn sie eine Koalitionsregierung haben und dann gehen die beiden Großen zusammen, die halt als Große überbleiben, dann hat man halt immer die Problematik, naja, wie positioniert man sich und der Juniorpartner hat im Prinzip das Problem, das ist das Gleiche, was der Haider gespielt hat in Kärnten, der hat sich immer breit lächelnd hingestellt, wenn es geheißen hat, da wird Geld rausgehauen und Haider hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, ich habe keine absolute Mehrheit in der Regierung, ich habe keine absolute Mehrheit im Landtag, die haben immer mitgestimmt. Das kommt deutlich mehr zum Tragen, natürlich nur nein an Verhältniswahlrecht und deshalb sollte man vielleicht überlegen, ob es auch nicht klüger wäre, Landeshauptleute direkt wählen oder Landeshauptfrauen, um das political correct zu sagen. Einig waren sich die Diskutanten, was die steirischen Landtagswahlen 2010 betrifft. Mit Kuschelkuss und Lächeln werden SPÖ und ÖVP gegen FPÖ und BZÖ nicht punkten können. Für den Franz Wowes, für den Landeshauptmann, ist die Frage, wie schaffe ich es angesichts der Tatsache, dass ich bisher eigentlich davon ausgegangen bin, mit meiner Sympathie den Sieg locker ins Ziel zu bringen bei der nächsten Wahl, wie schaffe ich es, wenn ich mir Salzburg anschaue, da die Reißleine zu ziehen und die Abwanderung in Richtung FPÖ zu verhindern. Er hat einen anderen Gegner als die ÖVP, das ist das Spannende. Nicht? Die SPÖ hat als Gegner die FPÖ, während die ÖVP als Gegner die SPÖ hat. Das ist der Hermann Schützenhöfer als ÖVP-Chef, der hat natürlich das entscheidende Problem, dass er bis jetzt der war, der angriffig agiert hat, der eigentlich oppositionell agiert hat innerhalb der Regierung, der aber keine starke Opposition sein will, wie andere Herrschaften, zum Beispiel die FPÖ, sondern der ja selber Regierer sein will, der ja der bessere Regierer, der noch staatstragendere sein möchte als der amtierende Landeshauptmann. Die Diskussionsteilnehmer zeigen sich, zumindest was die ÖVP betrifft, zuversichtlich. Von dieser Diskussion kann man entnehmen, dass anscheinend generell in Österreich ein gewisses Protestwählerpotenzial eher im Wachstum ist. Wie sich das konkret auswirken wird für die kommende Landtagswahl, kann ich der heutigen Diskussion, und das wird wahrscheinlich noch niemand in Österreich vorwegnehmen können, aber wir hoffen, dass es also einen positiven Ausgang geben wird im Sinne einer guten Bürgervertretung für das Land. Dass Sprache sehr präsent ist bei den Jugendlichen, dass auch durch sein jugendliches Auftreten sehr gut ankommt und aber in Wahrheit keine Inhalte bringt. Ich glaube, dass die JVP da mit Inhalten punkten kann. Nur mit Inhalten oder auch mit Kandidaten?
Wir haben genug Kandidaten, die die Sprache der Jugend sprechen. In den Bezirken sind wir ganz stark vertreten. Ich bin da optimistisch, was uns 2010 erwartet. Ich sehe dem mit Freude entgegen. Beim nächsten Dienstag am 10. März geht es um die aktuelle Lehrer-Dienstzeiten-Diskussion.